Hallo und herzlich willkommen beim Vortrag X2Go, ein performanter Remote Desktop, nun auch per Browser. Mein Name ist Stefan Bauer, ich bin der Geschäftsführer der Bauer ITCS UG Haftungsbeschränkt, aber ich bin auch der X2Go Projektkoordinator und, wenn nicht gerade eine Pandemie umgeht, auch der Eventplaner und der Lead Evangelist, also derjenige, der durch die Weltgeschichte reisen darf und überall herum erzählt, wie toll X2Go ist. Nebenbei bin ich auch noch als freiberuflicher Autor tätig und schreibe nicht nur zum Thema X2Go für Heise Online, CT, das deutsche Make-Magazin und seit neuestem auch für die Südwestpresse, meine regionale Tageszeitung. Und zu guter Letzt habe ich auch noch eine eigene Erfindung am Start, das Granophone, ein Videotelefon für Senioren, was gerade beim Börblinger-Wettbewerb der Stadt Ulm, neudeutsch auch bekannt als Test-Test-Contest, nominiert ist. Wer mich dort beim Crowdfunding unterstützen will, gerne mal über den Link oder den QR-Code auf der Wettbewerbsseite vorbeischauen. Am 26. November ist das Finale im Ulmer Stadthaus, bei dem man auch per Livestream zuschauen und mit abstimmen kann. Und das Crowdfunding geht noch knapp darüber hinaus bis zum 30. November. Zum Granophone folgt übrigens direkt im Anschluss noch ein Vortrag, also gerne einfach hier im Raum bzw. Kanal bleiben und weiter zuschauen. Man sieht also, langweilig wird mir trotz Pandemie eher nicht. Als erstes eine kurze Erklärung, was ist X2Go? Für alle, die es vielleicht noch nicht kennen. X2Go ist eine freie Remote Desktop und Remote Application Lösung. Frei bedeutet hier, sie ist kostenlos nutzbar, auch in Firmen, und man darf sie sich auch nach eigenem Geschmack anpassen. Den X2Go Client gibt es nicht nur für Linux, sondern auch für Windows und macOS. Man kann ihn übrigens nicht nur dazu verwenden, Verbindungen mit einem X2Go Server aufzubauen, sondern auch als grafisches Frontend, also als hübsche bunte Eingabemaske, für die üblichen Anwendungen nutzen, die unter Linux zum Aufbau einer Verbindung zu einem Windows Remote Desktop genutzt werden. Das funktioniert mit der Linux-Version des X2Go-Clients sogar ganz ohne einen X2Go-Server, wenn man das will. Das macht es also interessant für Leute, die sich noch nicht ganz von Windows lossagen können oder wollen. Kleine Randnotiz: Die Serverkomponente von X2Go gibt es nur für Linux, aber das ist für den heutigen Vortrag nicht weiter wichtig. Als nächstes kommen wir zu KDrive. Im letztjährigen Vortrag habe ich das nur live vorgeführt, ohne die Details zu erklären. Heute betrachten wir es etwas ausführlicher, da es Voraussetzung für den HTML5-Client ist. KDrive ist ein neues Protokoll und eine Alternative zum bisher von uns genutzten NoMachine NX-Protokoll. NX verwendet einen clientseitigen X-Server, um dort die Ausgabe zu generieren. KDrive nutzt dagegen eine etwas andere Herangehensweise. Es verlegt den X-Server auf den Server und der X2Go-Client zeichnet die Ausgabe dann selbst, ohne an einen clientseitigen X-Server gebunden zu sein. Damit sollte es in Zukunft zum Beispiel auch möglich sein, X2Go-Client nativ auf einem Wayland-Client zu betreiben. Und genauso wird es damit hoffentlich in Zukunft möglich, ein Western-Backend für Wayland zu bauen, sodass man X2Go irgendwann auch als Wayland-to-go nutzen kann. Moderne Desktops wie GNOME 3 und KDE Plasma 4 und 5, aber auch Anwendungen wie Chrome, Chromium und die Firefox-Versionen der letzten Jahre wurden und werden mehr und mehr auf lokale Performance getrimmt und vernachlässigen sträflich die Netzwerkfähigkeiten von X11. Deswegen ist das NX-Protokoll hier nicht mehr so performant wie noch vor ein paar Jahren. Einer der X2Go-Gründer, der nach wie vor auch aktiv am Projekt mitentwickelt, nämlich Alexander Alex Schneider, hat daher KDrive erfunden, um auch diese Desktops und Anwendungen unter X2Go wieder performant bereitstellen zu können. Noch ist KDrive Beta und daher nur über unsere Nightly Repositories, auch bekannt als Heuler, erhältlich. Mit dem in Kürze anstehenden nächsten X2Go Release wird aber auch KDrive für komplette Desktops in Stable aufgenommen. KDrive Unterstützung für einzelne bzw. Published Applications ist in Arbeit. KDrive ist, wie bereits erwähnt, auch Voraussetzung für den HTML5-Client.
da man nun auf die Implementierung eines kompletten X-Servers in JavaScript verzichten kann. Und mal ehrlich, einen X-Server in JavaScript, das will doch niemand haben, das wäre ja schon fast ein Verstoß gegen die Genfer Konvention. Der Release-Termin für KDrive und den HTML5-Client ist zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung noch offen. Vielleicht kann ich im anschließenden Q&A, wo ich ja live zugeschaltet sein werde, hierzu schon genaueres sagen oder gar ein erfolgtes Release verkünden. Geplant war das eigentlich schon vor Mitte des Jahres, aber leider kam es sowohl durch einen längeren Krankheitsfall in meiner Familie, der mich an der Planung unseres Entwicklertreffens hinderte, als auch durch die Pandemie, die uns zwingt, unsere Treffen online abzuhalten, zu weiteren Verzögerungen. Aktuell scheitert es gerade noch am fehlenden Capturing- und Streaming-Equipment, denn wir wollen unsere Treffen, bei denen das Release vorbereitet wird, öffentlich abhalten. Und die im Vorjahr genutzte Technik steht uns leider nicht mehr zur Verfügung. Die Suche nach Alternativen läuft, eine vielversprechende hat sich vor kurzem aufgetan, wir bleiben dran. Schauen wir uns den Performance-Unterschied zwischen NX und KDrive im Chromium-Browser doch mal im direkten Vergleich an. Im folgenden kurzen Video sehen wir links Chromium via NX, rechts mit dem neuen KDrive-Protokoll. Wie ihr seht, ist der Scrollvorgang rechts deutlich schneller und flüssiger. Einen ausführlicheren Vergleich habe ich euch bereits letztes Jahr gezeigt, deswegen möchte ich dazu auf die Aufzeichnung aus dem letzten Jahr verweisen. Hier findet ihr per Link und QR-Code dorthin, sowie mit den Sprungmarken direkt zu den NX- und KDrive-Demos darin. Nachdem wir nun KDrive mit dem klassischen X2Go-Client in Aktion gesehen haben, kommen wir jetzt endlich zum HTML5-Client. Dieser setzt auf KDrive auf. Er ist ebenfalls eine Entwicklung von Alex Schneider, läuft auf dem Webserver und dient quasi als Vorschaltebene oder Vermittler zwischen dem HTML5-fähigen Browser als Zeichenoberfläche auf der einen Seite und dem X2Go KDrive-Server auf der anderen. Der HTML5-Client ist nur in der Lage, komplette Desktops darzustellen. Published Applications machen in einem Browserfenster keinen Sinn. Eine einzelne Applikation dagegen schon eher. Hier wäre also eine Feature-Erweiterung gegen Geld denkbar. Weitere aktuelle Einschränkungen des HTML5-Clients sind die fehlende Unterstützung für Tastaturlayouts, Sound sowie für Druck- und Dateifreigaben und der fehlende Support für Zwei-Faktor-Authentisierung. Wer diese Features benötigt, muss aktuell noch auf den klassischen X2Go-Client zurückgreifen. Zwei-Faktor-Authentisierung kann man zumindest per Workaround über eine htaccess-Datei oder Nginx-Regel nachrüsten. Aber es wäre natürlich schöner, wenn die Abfrage des zweiten Faktors direkt in der HTML5-Client-Maske erfolgen könnte, sodass man das Passwort nicht zweimal eingeben muss. Wie für fast alle Features rund um X2Go gilt aber auch hier, mit entsprechendem Sponsoring unserer Entwickler ist es lösbar. Eine grobe Hausnummer ist, dass die Entwicklung eines neuen Features meist so um die 5000 Euro kostet. Komplexere natürlich auch mal etwas mehr. Zu den Möglichkeiten, wie man Features sponsern kann, nämlich über Spenden und über Aufträge, kommt nachher noch eine Folie mit Links. Es muss also nicht eine Person oder ein Unternehmen die gesamten 5000 Euro aufbringen, man kann sich da auch zusammentun. Nun zur Installation, die natürlich nicht auf dem Client, sondern auf dem Webserver stattfinden muss. Momentan ist zur Installation des HTML5-Clients Voraussetzung, dass man das Heuler-Repository mit den Nightly-Builds aktiviert hat. Das entfällt, sobald wir das nächste Stable-Release von X2Go rausgebracht haben. Wie gesagt, das wird in Kürze der Fall sein. Hier auf der Folie seht ihr beispielhaft für Debian und Ubuntu, wie man das Heuler-Repository einbindet. Es gibt keinen zwingenden technischen Grund, als Webserver Nginx zu verwenden. Apache und andere sollten sich prinzipiell genauso eignen. Wir liefern allerdings momentan nur für Nginx eine Beispielkonfiguration mit aus. Auch hier habe ich euch die notwendigen Befehle und Schritte zur Installation wieder auf die Folie geschrieben.
interessantes Detail dabei: Der Webserver muss nicht zwingend auf dem X2Go-Server laufen. Das können auch getrennte Maschinen sein. Direkt nach der Installation hört der Server nur auf Localhost auf die Ports 80, wo ein Redirect-Service läuft, und 443. Das ist eine kleine Sicherheitsmaßnahme, damit eine noch nicht fertig konfigurierte Maschine nicht plötzlich im Netz verfügbar ist. Bevor man diese Beschränkung aufhebt, sollte man auch das SSL-Zertifikat aus dem Installationspaket durch ein gültiges Zertifikat, zum Beispiel von Let's Encrypt, ersetzen. Wenn man einen All-in-One-Server will, also Web- und X2Go-Server auf einer Maschine, dann braucht man natürlich die entsprechenden Serverpakete auch noch. Wichtig ist hier das X2Go-Server X2Go K-Drive-Paket, welches aktuell auch nur über das Heuler-Repository verfügbar ist. Durch den HTML5-Client lässt sich jeder moderne Webbrowser mit HTML5-Support als Client nutzen. Somit wird X2Go auch auf Geräten mit Android und iOS nutzbar. Und zwar ohne irgendwelche Umwege wie Sideloading und Routing nutzen zu müssen. Und genau das schauen wir uns jetzt in zwei Videoeinspielern an. Erst auf Android, danach auf dem PC. Wenn man die Adresse des Webservers im Browser aufruft, landet man in der Anmelde-Web-GUI. Hier muss man Servername oder IP sowie Benutzername und Passwort eingeben und außerdem noch das gewünschte Desktop-Environment auswählen. Leider gibt es aktuell noch nicht die Möglichkeit, ein individuelles Startskript auszuwählen, anders als im klassischen X2Go-Client. Was man aber bereits tun kann, ist, unter Advanced Options einen SSH-Server als Proxy anzugeben. Die Optionen sind praktisch identisch mit denen im klassischen X2Go-Client, wenn auch etwas reduziert. Am PC bzw. Mac wird dann noch der Reiter Native X2Go-Client interessant. Dazu gleich mehr, wenn wir uns das Ganze nochmal mit einem normalen PC als Client anschauen. Jetzt starte ich aber mal die Sitzung. Das dauert einen kleinen Moment. Nach der Anmeldung bekommt man dann den Desktop im Browserfenster zu sehen. Das Capturing-Tool für Android ist leider nicht das schnellste, deswegen schon mal im Voraus Entschuldigung, falls die Demo nicht sonderlich flüssig daherkommt. Der Client reagiert in der Realität auf Android tatsächlich genauso schnell und flüssig wie am PC. Erfahrungsgemäß sind normale Desktops allerdings nicht so wirklich für Touch-Bedienung geeignet. Um das Startmenü im Android Chrome Browser per Fingertouch auszuklappen und den richtigen Menüpunkt zu treffen, braucht man manchmal mehrere Anläufe. Mal schauen, wie viele Versuche ich mit dem Finger brauche, um das Office-Programm zu starten. Das hat jetzt überraschend gut funktioniert. Dann stellen wir uns mal eine passende Schriftgröße für unsere Demo ein. Ein Problem hier ist noch die Bildschirmtastatur. Die nimmt ziemlich viel Platz weg, sobald man etwas tippen will. Deswegen ist es sinnvoll, an Mobilgeräten eine richtige Tastatur und Maus anzuschließen, wenn man sie als X2Go-Client nutzen will, oder zumindest einen Stift zur Eingabe zu benutzen. Daher verwende ich für diese Demo auch ein Gerät mit einer Hardware-Tastatur. Damit sind dann auch längere Texte in einem Office-Programm oder Mail-Client kein Problem mehr. Einzig die noch fehlende Unterstützung für das deutsche Tastaturlayout kann sich aktuell noch negativ bemerkbar machen, weil eben die Umlaute fehlen oder Sonderzeichen nicht auf ihrer gewohnten Position liegen. Mit den Buttons rechts oben kann man den Inhalt der Zwischenablage vom Client zum Server oder umgekehrt schieben, die Sitzung anhalten oder beenden oder sie in einem neuen Browserfenster öffnen.
Auch darauf gehe ich gleich noch am PC detaillierter ein. Jetzt pausiere ich die Sitzung aber erstmal, denn auch das ist im HTML5-Client genauso wie im klassischen X2Go-Client möglich, die Sitzung zu parken und von einem anderen Gerät und/oder zu einem anderen Zeitpunkt wieder aufzunehmen. So, nun sind wir am PC, wieder in der Anmeldemaske. Und ich kann mir jetzt, wenn auf dem PC ein klassischer X2Go-Client installiert ist, über den Reiter Native X2Go-Client eine Konfigurationsdatei für den X2Go-Client generieren lassen. Diese darf dann auch eine NX-Sitzung sein. Dazu muss der Dateityp .x2go mit dem X2Go-Client verknüpft werden. Wenn das noch nicht der Fall ist, bekommt man die Sitzungskonfiguration zum Download angeboten. Und statt dem X2Go-Client öffnet sich dann der Texteditor, so wie hier. Was natürlich auch nicht funktioniert, ist, eine Sitzung mit KDrive zu starten, zu pausieren und dann als NX-Sitzung wieder aufzunehmen und umgekehrt. Wir verbinden uns jetzt wieder per Browser mit unserer geparkten Sitzung. Und wie ihr seht, kann ich hier genau an der Stelle weitermachen, an der ich vorhin aufgehört habe. Schauen wir uns als erstes das Zusammenspiel der Zwischenablage an. Dazu habe ich einen zweiten Tab im Browser aufgemacht und in diesem ein CryptPad geladen. In der X2Go-Sitzung kopiere ich mir einen Teil meines Textes aus dem Office-Programm in die Zwischenablage. Ich kann ihn nun innerhalb der Sitzung mehrfach einfügen. Dann wechsle ich auf das CryptPad und siehe da, der Text lässt sich dort nicht einfügen, denn er ist nicht in der Zwischenablage des Clients. Er ist nur in der Zwischenablage der X2Go-Sitzung. Hier im Client ist bereits ein anderer Inhalt in der Zwischenablage. Um nun den Inhalt aus der X2Go-Sitzung in die lokale Zwischenablage zu bekommen, muss ich, nachdem ich ihn im HTML5-Client markiert und in die Zwischenablage aufgenommen habe, im HTML5-Client den X2Go-to-Clipboard-Button betätigen. Jetzt habe ich ihn in der lokalen Zwischenablage und kann ihn hier einfügen. Umgekehrt funktioniert es entsprechend. Ich markiere diesen Text, kopiere ihn in die Client-Zwischenablage. Dann wechsle ich wieder zum HTML5-Client. Wenn ich jetzt hier Einfügen drücke, habe ich wieder meinen alten Clipboard-Inhalt. Aber in dem Moment, in dem ich den Knopf Clipboard to X2Go drücke, wird er überschrieben und ich kann nun den Inhalt der Client-Zwischenablage auch in der X2Go-Sitzung einfügen. Nicht wundern! Wenn ihr diese Funktion noch nie benutzt habt, erscheinen dabei Sicherheitsabfragen seitens des Browsers, ob der Zugriff auf die Zwischenablage erlaubt werden soll. Die müsst ihr natürlich bejahen. Die Antworten merkt sich der Browser, sodass ihr nur erneut gefragt werdet, wenn sich der DNS-Name oder die IP des Servers seit eurer letzten Verbindung geändert haben. Schauen wir uns als nächstes die Funktion des Buttons ganz rechts an. New Window. Er transferiert die laufende X2Go-Sitzung in ein neues Browserfenster ohne die üblichen browsereigenen Vor- und Zurück-Buttons, welches sich auch in den Fullscreen maximieren lässt. Wie ihr vielleicht an einem kurzen Zucken und Blinken am Bildrand bemerkt habt, verändert der HTML5-Client beim Wechsel des Browsers in den Fullscreen-Modus auch automatisch die Bildschirmauflösung der Sitzung, um die nun zur Verfügung stehende größere Bildschirmbreite auch voll auszunutzen. Wenn ich das Office-Programm schließe, sieht man das etwas deutlicher. Der Desktop zieht sich nun in der Breite fast über das gesamte Browserfenster. Den Pausieren-Button kennt ihr ja bereits vom Wechsel von Android zum PC. Und der letzte Button dürfte jetzt auch keine größere Überraschung mehr darstellen. Er beendet die Sitzung nach einer Sicherheitsabfrage.
Wenn man das separate Browserfenster benutzt hat, schließt sich dieses dabei wieder und im ursprünglichen Fenster erscheint der Hinweis, dass die Verbindung beendet wurde. Wir nähern uns mit großen Schritten dem Ende der Präsentation und daher erst ein kurzer Ausblick nach Treuchtlingen, der Geburtsstadt von X2Go. Hier plant die Stadtverwaltung eine Erprobung von KDrive und dem HTML5-Client. Die grobe Roadmap sieht so aus. Konzeptvorstellung war in der zweiten Oktoberwoche 2022. Wie man an der Folie sieht, gab es ein paar Änderungen im Vergleich zum ursprünglichen Plan. Ziel: Freigabe alter Serverhardware für Evaluierung Mitte bis Ende erstes Quartal 2023. Pilot somit frühestens im zweiten Quartal 2023, und zwar sowohl KDrive als auch der HTML5-Client. Im Anschluss an den Pilot dann die Lasttests und im dritten Quartal 2023 schließlich die Neuanschaffung der Serverhardware für den Produktivbetrieb, wenn ausreichendes Budget vorhanden ist. Szenario, das angedacht ist: Piloteinsatz vermutlich intern, hauptsächlich auf Windows-Systemen, die nicht von der Stadt selbst gemanagt werden und wo sich daher der X2Go-Client nur mit Mühe installieren und aktuell halten lässt. Wie man auf der Folie sieht, war ursprünglich ein anderes Pilotumfeld geplant, aber man hat sich jetzt für einen Inhouse-Test entschieden, um eventuellen Supportaufwand zu minimieren. Inhouse sind die Wege halt doch kürzer. Und nun sind wir auch schon beim Ausblick auf die nächsten X2Go-Termine. In Kürze, sobald wir das Thema bezüglich Aufzeichnungshardware gelöst haben, werden wir hoffentlich unser pandemiebedingt ausgefallenes X2Go-Jahresevent X2Go The Gathering nachholen. Und zwar unter dem Titel The Spread, weil es statt wie früher einem Wochenende stattzufinden, nun zu einer mehrtägigen Abendveranstaltung unter der Woche wird. Und vermutlich im Dezember wird es dann nochmal ein The Spread, dieses Mal 2022 geben, in Verbindung mit der Jahreshauptversammlung unseres Dachvereins, der Open Remote Computing Association, ORCA e.V. Generell lohnt sich der regelmäßige Blick auf unsere Eventseite im Wiki, auch und gerade in Pandemiezeiten, weil sich eben doch das eine oder andere recht kurzfristig ergibt oder ändert. Als letztes noch schnell der Hinweis: X2Go lebt vom Mitmachen. Wir sind immer auf der Suche nach Unterstützung. X2Go kann immer zwei Dinge von euch brauchen: Zeit bzw. Know-how, auch von Nicht-Programmierern, oder Zuwendungen in Form von Geld, Hardware-Spenden oder Dienstleistungsaufträgen. X2Go ist ein Projekt der Open Remote Computing Association, kurz ORCA e.V., und in diesen Verein kann man, der als gemeinnützig anerkannt ist, auch Geld und Sachspenden leisten, die sich zumindest in Deutschland von der Steuer absetzen lassen. Oder wenn ihr mit einer offiziellen Rechnung mit Mehrwertsteuerausweis mehr anfangt als mit einer Spendenbescheinigung, dann könnt ihr auch eine der im Projekt vertretenen Firmen beauftragen, gegen Geld Dinge für X2Go zu tun, wie Fehler zu beheben, neue Features zu entwickeln oder die Dokumentation zu verbessern. Wer uns etwas spenden möchte, kann das gerne über den ORCA e.V. tun. Den Link findet ihr hier oben bzw. links unten als QR-Code. Die Firmenliste für kommerzielle Aufträge findet man im X2Go-Wiki. Der richtige Link ist etwas lang, daher der Umweg über den zugegebenermaßen kryptisch aussehenden Kurzlink mit 0 Samuel Paula Nordpol Nordpol 5 am Ende. Damit sind wir am Ende des Vortrags angelangt. Ich bedanke mich für das Interesse, stehe natürlich auch im Anschluss noch für Fragen bereit und habe hoffentlich auch noch das ein oder andere Update für euch.